So. Und so. Wir haben die besseren Reiter. Hoffentlich. Aber ich denke schon, die anderen haben leichtere Rüstungen und so. Sind vielleicht schneller, aber wir haben ja die Taktik, dass wir nicht zur Schnelligkeit brauchen. Der Feind bringt Verstärkung. Oh je. Den haben wir noch vergessen zu wechseln. Die haben halt viele Reiter, das ist nicht so gut. Uiuiui. Nein, bitte, hey. Die werden sowas von nerven. Und die greifen natürlich sofort an. So. Das wird brenzlig. So, hallihallo und herzlich willkommen zurück beim Let's Play von DayZ und ich höre einen Zombie, das ist nicht so gut und ich backe ein bisschen herum. Ich gehe hier rüber in diese Lagerhalle. Ich bin jetzt auf einem High-Loot Gammon Server mit 13 Spielen und ich hoffe, die kommen nicht irgendwo hier und nerven mich, aber es ist ein freundlicher Server, also sollte es eigentlich gehen. Ja, sicher. Nein, danke schön. Ja. Okay, Verlauf. Gemeinsam überleben, der was. Ja, dann werde ich halt nochmals anfangen, weil die Zombies mich jedes Mal sehen. Das ist unmöglich, so sind keinerlei Zombies, auch in Horrorfilmen. Die können mich nicht riechen. Wie kann ein Zombie riechen, wenn er nicht mal funktionierende Organe hat? Aber es muss ja noch natürlich unmöglich sein. Sonst macht ja das Spiel gar nicht Spaß. Da kann man ja nicht immer wieder neu anfangen. Und jetzt? Was ist jetzt los? Oh, Buggy. Ich höre mich, aber ich weiß nicht, wo ich bin. Toll. Und jetzt? Ah, jetzt. So, und jetzt bitte weg. Ah, ich bin hier. Muss ich da nach vorne? Ich muss schauen, dass mich ein Zombie nicht sieht. Hungrig und durstig und ich blute nicht. Sehr schön. Und jetzt bitte. Bitte. Ohne Zombie in der Nähe. Ich bin zwar auf dem gleichen Server, glaube ich. Oder bin ich nicht auf dem gleichen Server? Egal. Aber ich glaube, ich habe den ausgewählt. Gemeinsam stark. Ohne Abknallerli. Ich will nicht abgeknallt werden. So, wo sind wir hier? Das Gras sieht ja mal sehr gut aus, nur das Herunterdrücken sieht nicht gerade realistisch aus, aber das ist normal. Sonst würde es ja auch zu viel Leistung verbrauchen. Hier ist jemand. Hallo. Komm hier. Ups. ich will sehen, hallo. So. Hallo, ich bin neu. Hallo?
Ah, hallo. Ich bin ein Neuer. Ja, mich verstehe dich nicht so gut, aber du willst mir ein paar Sachen geben, wahrscheinlich. Mal kurz so. Einen Hut. was ist das? Dark Brown Cowboy Hut. Da liegen irgendwo Rucksäcke. Weißt du wo? Okay, ich komme mal mit. Ah, ich weiß, wo du das meinst, genau. Da war ich vor 3 Tagen. Ja, so kann man rennen, genau. Ich hoffe, ich verhungere so nicht zu schnell. Okay. Ja. Ja, ich höre es halt nicht so gut. Aber ich denke, er wird jetzt mich zu einem Rucksack bringen, in einem dreistöckigen Hochhaus. Er hat irgendwie Lecks. Hier reingehen. Kann man hier? Wo ist denn Zombie? Ich habe nichts zum Wählen. Hier ist was. Ein Pilotenhelm. Und ein Schwert. Eine Manschette. So. Was macht er jetzt? Ja, Schlag. Er hat auch irgendwelche Probleme. Er hat irgendwelche Lecks oder so. Nein, nicht auf mich. Nicht auf mich. Ich muss abhauen. Das kann ich ja am besten. Da bin ich Profi. Full Profi. So. Ich hoffe, er verliert nicht die Verbindung oder so. Er ist weg. Mist, er ist weg. Ach Mist, er hat Desync. Ich gehe mal hier nach oben. Ich hoffe, das hört er nicht. Aber ich müsste immer von Monstern weglaufen. Ah, ist er wieder hier. Hallo, bist du wieder hier? Ja, jetzt schlägt. Okay, ich sehe dich wieder. Kommt, er schafft es. So. Oh, jetzt Blut.
Okay. Ja, ich habe noch nichts. Einen Rucksack habe ich gefunden. Ein Schulranzen. Ja, das ist nichts. Aus T-Shirts kannst du Bandagen machen mit Rechtsklick. Ah, ja. So, Rechtsklick. Split. Aha, Split. Inspect. Use Combine Rex. Also kombinieren habe ich jetzt mal. Aber sonst Use Respect Split Rex. Das ist zum Splitting. Komisch. Jetzt soll das eigentlich gehen. Okay. Aber ich blute ja gar nicht. Hier ist noch was. Das ist ein Duct Tape. Ja, Duct Tape. Aber ich weiß nicht. Soll ich das mitnehmen? Ich habe so wenig Platz. Okay. Ich bin nämlich mit einem Freund unterwegs und wir müssen uns mal finden irgendwo. Aha. Wunderbar, viel Erfolg. Ciao. Tschüss. Danke. Also, er geht weg und wir gehen irgendwo, am besten irgendwo ein bisschen weiter weg von diesem, in dieser Stadt. Vor allem nicht hier in die Nähe, weil es hier viele Zombies hat. Ich bin komplett nass. Werde ich da noch dreckig? Ich werde hier mal noch eins trinken. So, und essen halt irgendwann, wenn ich habe. Ich denke, ich werde irgendwie irgendwo zu einem Bauernhof oder so gehen müssen. Dort hat es weniger Zombies. Und ja, ich habe mehr Überlebenschance, bevor ich wirklich sterbe wieder. Ich bin nicht mehr nass, ich bin wieder nass, ich bin nicht mehr länger nass, ich bin wieder nass. Ich fühl mich gerade verarscht. Also hier unten hat es nur Container und so. Das ist weniger gut. Ich hoffe, hier hat es keine Zombies, weil ich jetzt am besten renne. Einfach geduckt. Ich weiß jetzt nicht, wie viel weniger Ding ich habe, also Lautstärke vor mir gebe, wenn ich so renne, aber es ist auch nicht viel langsamer. Ich könnte mal schauen. Hä? Okay. Naja, viel langsamer bin ich eben nicht. Gehen wir mal auf diesen Stein da. Also hier hat's die Stadt. Okay. Wenn ich jetzt diese hier unten ins Bahnhofgebäude gehe oder so, werde ich dann das überleben. Dann werde ich am besten jetzt wieder so laufen und hier runter gehen. Das müsste schnell gehen, also ich rutsche. Aber ich werde sicher nicht rutschen. Das werde ich nicht. Das werde ich nicht zulassen. Und der Pilotenhelm, der schützt mich. Ha. Es sollte auch Flugzeugabstürze
Also den Kopf vor Flugzeugabstürze schützen. Also sollte das eigentlich schon gut gehen. So, jetzt bin ich nämlich langsamer. Okay, dann kann schon schneller werden. So. Ich werde jetzt irgendwie noch von einem Zombie angegriffen. Der müsste doch abgelenkt werden von vom Wetter, vom Regen. Also wir gehen jetzt in den Bahnhof hinein und schauen dort, ob es irgendwas zu essen gibt. Wir haben diese gammelige Zucchini. Sonst nichts zu essen. Scheiße. Am Schluss verhungere ich noch. Ich weiß nicht, was das bedeutet, wenn es gelb ist oder ob Hungry immer gelb ist. Das weiß ich leider nicht. Aber ich hoffe es einfach mal und werde dann... Ja, werde halt dann sterben, verhungern. Aber wir werden ja das verhindern. Es ist ein Survival Game und nicht ein Sterbe. Am Emotionen Austragespiel. Und ja. Okay. Und wir sind nochmals plotschnass. Platsch, flitsch, flutschnass. Das ist nichts, oder? Doch, entschickt. Oh, sehr schön. Aha, das hat keinen. Das hat aber Plätze. Sehr schön. Also, haben wir das? Haben wir wieder Platz? Wie kann ich dann die da oben? Okay, wir nehmen einfach alles mit, obwohl es nichts bringt. Rasputin Quas Pristine. Okay, und hier haben wir... Ah, nicht so schnell. Ah, das war ein... Das war das, was wir vorgeschmissen haben. Dieses Kleid. So, was haben wir sonst noch hier? Da vorne muss noch was sein. Nö. Hier haben wir ein Klo. Können wir hier noch rein? Nein. Dann gehen wir am besten hier außerhalb irgendwo noch etwas suchen, schauen oder sonst irgendwas. Ich hoffe nur, dass hier nicht Zombies plötzlich spawnen. Ja, da muss ich wieder abhauen. Und ich kann so schlecht abhauen, wenn ich in dieser Pose bin. Ich muss zuerst wieder aufstehen. Okay, hier rein können wir nicht. Schade. Hier können wir aber rein. Was ist denn hier drin? Hat es hier überhaupt irgendwas? Und die Verbindung ist schlecht. Schade, nichts. Okay, hier hat es noch ein Haus. Ich hoffe, ich verliere die Verbindung zum Server nicht. Ich werde jetzt ein bisschen ruhig sein. Bisschen am Boden entlang. Und jetzt ist wieder die Verbindung besser. Hier geht es nicht rein. Also wenn wir jetzt irgendwo hier drüben hingehen, hat es hier irgendwo noch irgendwas? Hat es hier überhaupt ein Zombie irgendwo? Wenn nicht, kann ich einfach weitergehen. Ja, ich mach's. Ein bisschen riskant müssen wir schon machen, sonst macht es ja auch keinen Spaß.
Also hier hat's noch ein größeres Haus da vorne. Aber hier werde ich wieder ein bisschen am Boden entlang. Das ist mir wichtig, da kann ich nicht noch das Leben riskieren, nur weil ich die paar, ja 100 Meter Ding zu laut bin und dann plötzlich Zombies hinter mir habe. Weil die kann man sehr schlecht abschütteln. Hier ist Benzin, aha. Ja, hier auch überall hat es Benzin am Boden. In diesen Bus kann man leider nicht gehen. Da schaue ich am besten, ob es da vorne irgendwas in dieser Tankstelle gibt. Ah, hier ist ein Zombie. Der hört mich aber nicht. Was sollen wir jetzt machen? Dort nach oben. Ist nicht gut, wenn der Zombie uns hört. Und der bleibt dort. Wir gehen zuerst oben durch. In diesem Haus habe ich nicht so das Gefühl, dass viel ist. So. Ich werde jetzt irgendwo angegriffen. Ich kann das nicht haben. Ich verhungere bald. Und überall sind Zombies. Kann ich das nicht haben. Und hier ist nochmals ein Zombie. Ach komm, hey. Neue Server. Der geht ja nicht. Aber da hat es Spiele drauf. Okay, dann nehme ich den. So, komm. Host. Ach komm. Ja, da geht's scheinbar nicht. Sonst geht es immer direkt schnell. Oder braucht man hier ein Passwort oder so? Details. Team you dead, he glued only friendly. Okay, der geht. Ah ja, ich muss ein paar Sekunden warten. Bis gleich. So, die letzten paar Sekunden. Die lasse ich noch mit der Aufnahme runterdenken, damit wir direkt alles sehen. Und ja, ich hoffe. Hier hat es nicht allzu viele Zombies jetzt. Und auch nicht viele Spiele hoffentlich. Aber es ist ein freundliches Server. Ein Schuss und ich hau ab. Ja, Snoop hat man das hier nicht leicht in diesem Spiel. Vor allem nicht, wenn man einen Schulranzen auf dem Rücken hat. Da fühlen sich alle angesprochen als Kitty. Also dass der Gegner ein Kitty ist, wenn er einen Rucksack hat. Ich will doch einen normalen Rucksack. Ein cooler Rucksack. Aber komm schon. Nicht warten. Ich will nicht warten. Okay, Moment kurz. So. Runter. Und wieder Ego, dritte Person. Und es scheint, hier ist momentan gerade nichts.
Sollte eigentlich auch nicht spawnen, solange wir noch im Startgebiet sind. Und hier ist eine Vogelscheuche, die mich erschreckt hat ein bisschen. Den Kürbis können wir nicht mitnehmen. Die Vogelscheuche auch nicht. So, was haben wir denn hier? Einen Rucksack. Hier machen wir zu. Damit kein Zombie reinkommt. Und jetzt, nicht den Jacket, den Rucksack. So. Und jetzt ersetzen. Sehr schön, wir haben einen Rucksack. So, haben wir hier. Ich bin durstig, ich habe doch erst was getrunken. Wir haben hier einen Yellow Hardhead Badly Damaged. Und unser ist Worn, also. Geht doch. Irgendwie höre ich hier irgendwas Holziges. Ich weiß nicht, wie Zombies sich anhören, aber von Namen weiß, also von Namen weiß ich's. Vielleicht haben die Geräusche gar nicht so viel Reichweite. Und hier drüben ist irgendwas. Kann man auch springen, hüpfen? Ich will nur. Der Kopf ist ein bisschen buggy. Ups. Okay. Nein, ich habe ihn. Summer. Ja, den brauchen wir halt nicht. Das nehme ich. Für den das Oberteil haben wir schon etwas Gutes. Okay, die Tür klemmt. Und hier haben wir schöne Schuhe. Jogging-Schuhe. Die nehmen wir. So, hier ist nichts mehr. Dann gehen wir wieder raus, hoffentlich ohne Zombie. Ich denke schon. Wir gehen jetzt außerhalb zuerst. Oder wir gehen direkt in dieses Haus dort. Das sieht doch vielversprechend aus. Ich muss nur schauen. Dort vorne ist ein Zombie. Aber sonst nicht. Ich hoffe nur nicht, dass der angreift. Oh Gott. Nein. Bitte nicht. So, wir hauen ab, wie ihr seht. Sehr schnell abhauen. Und die Zombies sind natürlich sehr gut in mich finden. Ja, sicher. Okay, dann wechsle ich halt wieder den Server. Ist mir scheißegal. So. Oh mein Gott, oh Gott. Die Zombie nicht nochmal. Ja, dann probieren wir diesen nochmals. Wenn ich wieder drinnen bin, dann werde ich halt wieder aufnehmen. So.
Also der eine geht nicht. High-Loot-Server, der geht nicht. Aber der eine ging wieder. Und wir sind jetzt plötzlich... Oh nein, wir sind immer noch hier. Gut. Also bitte jetzt mal mir etwas zu essen geben. Weil das ist sonst extrem unfair, wenn wir nichts finden. Dann verhungern wir plötzlich und wir kommen... Ah, das ist auch ein Zahn. Das sieht man nicht, dass da Zahn ist. So, aber scheinbar die spawnen die Zombies dann wieder. Also was haben wir hier? Ein Hut, eine rosa Mütze. Pink Baseball Cap. Also eine Dose haben wir. Können wir die Dose... Also das ist eine Getränkedose. Ja, toll. Jetzt muss ich wieder zu den Zombies runtergehen. Da kann man hier in den Bus hineinsteigen. Nein. Meine Kleider sind durchnässt. Man wird wahrscheinlich erkältet irgendwann mal. Das ist nicht so gut. So, ich suche nach Zombies. Ich bin ein bisschen nah am Ding. Am Bildschirm. Aber ich sehe keinen Zombie. Ich sehe sie wirklich immer wieder erst, wenn sie sich aufmerksam machen. Also eben auf einer geraden Straße, da sieht man sie natürlich sofort. So, was haben wir hier? Ein Nichts. Ist auch mal eine Abwechslung. Dieses Haus. Geht nicht. Wir werden wahrscheinlich schon wieder angegriffen irgendwo. Ich habe irgendwas gehört. Okay, hier rein geht es. Ein Messer. So, und eine Mütze, die brauche ich nicht. So, hier rein. Was haben wir hier? Zuerst hier schauen. Hier ist nichts. Da ist was. Ein Licht für die Waffe. Ein Black. Ein schwarzes T-Shirt. Ja, okay. War ein Reinfall. So, ins rote Haus, das muss ich mal merken. Ein rotes Haus. Oh, hier ist ein Bunsenbrenner. Ein Kanister. Irgendwie kann man fast keine Türen öffnen, das ist schade. Noch ein Kanister, den nehmen wir jetzt nicht mit. Was ist denn das? Okay, gut. Ein Mundschutz. Da oben ist noch ein Mantel. An den kommen wir nicht dran.
Schade. Was mir aufgefallen ist, dass die Zombies öfters unten am Eingang warten, weil sie wahrscheinlich nicht reinkommen und im Haus wir zu viel Ding machen. Lärm. Und das sollte noch gefixt werden, weil die Böden sind wirklich hier sehr, sehr laut. Und wir finden immer noch kein zu essen, das anständig ist. Schrecklich. Wahrscheinlich war hier schon jemand und hat das Essen weggenommen. Und wir haben eine Map. Auf NE, das ist nordöstlich, aber die Stadt ist südöstlich. Das ist natürlich nicht so gut. Aha. Hier geht's nach oben. Ja, hier war sicher einer schon und hat uns nichts dagelassen. Mist. So. Schauen wir nochmals, ob irgendwo ein Zombie ist. Wir müssen sehr leise sein. Ja, ist noch kein Zombie, noch hier. Machen wir hier mal zu. So. Hier ist ein Handpants. Die ist natürlich besser. So, sehr schön. Also Platz haben wir. Patronen. Und hier haben wir Quas. So. Wow. Und mal etwas zu essen. Ist mir egal, ob ich jetzt verseucht werde. Ich esse das jetzt. Hallo? Ich esse das jetzt. Kann das nicht essen. Ach, das ist eine Herd. Geht. Okay, ich hab's gegessen. Jetzt bin ich wirklich ein bisschen... mir ist schlecht. Mir ist schlecht. Und hier ist auch nichts. Ich brauche doch irgendwas zu essen, das halt ein bisschen schmackhaft ist. Hab doch nicht einfach nichts. So, hier drinnen ist doch irgendwas. Sieht das wie ein Restaurant. Was ist das? Ach komm schon. Irgendwas hier. Und hier drinnen haben wir weniger FPS. Das frisst extrem FPS. Ein Bajonett für die Waffe. Und jetzt? Hallo? Wo ist es? Okay, es war nur unsichtbar. Ein Bajonett haben wir. Können wir ein paar Zombies aufspießen mit der Waffe?
Ja, das war auch wieder ein Reinfall. Ein Telefon. Ich will nach Hause telefonieren. Nein, ist nichts. Ein Fernseher. Das ist was. Ein Alkohol. Oh. Lecker. Und dazu noch das Desinfektionsspray. Sehr schön. Das ist ein Buch. Okay, es regnet noch mehr. Da ist mal zu. Da gehe ich jetzt rein. Nö, ich sehe nichts. Oh, guck. Guck. Kack, meine ich. Nein. Oh mein Gott. Ja, dann machen wir morgen weiter. Okay, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ja, es ist halt schwer und komisch und ja, nicht ganz ausbalanciert, aber wenigstens haben wir unseren ersten, naja, Überlebenden gefunden, der noch irgendwie ein bisschen Spaß hatte und leider ein paar Verbindungsprobleme hatte. Aber ja, und sonst einfach viel zu viele Zombies, die mich irgendwo halt sehen im letzten Kampf hinten. Und das ist irgendwie komisch, also wirklich nicht gut. Und das Serverwesen macht dann auch keinen Spaß mehr, wenn man gar nichts dafür kann. Und ja, also dann sehen wir uns das nächste Mal wieder hoffentlich. Und ja, bis dann. Tschüss, Dankeschön.